Für manche Männer kann ein Haus gar nicht sauber genug sein. Kaum kommt Carl nach Hause, darf sich seine Frau Mary auf eine Standpauke gefasst machen. Ihre Scheuermilch-Ehe hat keinen Glanz mehr. Ein Mann, der seine Frau permanent angreift, weil sie angeblich das Haus nicht richtig sauber hält, der versucht ganz massiv Kontrolle auszuüben. Diese Menschen spüren eine tiefsitzende Angst vor Chaos. Wenn nach außen hin alles sauber und geordnet ist, fühlen sie sich etwas sicherer. Dass sie auch keinen Sex mehr haben, macht die Sache nicht besser. Carl beschuldigt Mary, sein Geld zu verschwenden, das er mühsam verdient. Mary poliert jeden Teller, putzt die Arbeitsfläche blitzblank und reinigt täglich alle Böden mit Bonawachs. Doch es ist nie genug und Mary hat die Nase voll. Na, Frau Nutzlos. Betrunken? Hast du was nicht? Du trinkst ständig, bist unausstehlich. Geh weg. Gern. Rat mal, wo ich heute war. Na? Beim Scheidungsanwalt. Du Flittchen. Das Herz hat vier Kammern. Man stirbt am ehesten, wenn der linke oder rechte Vorhof, die Aorta oder die Pulmonalarterie verletzt wird. Je größer das Messer, desto größer die Chance, dass etwas derart Katastrophales passiert. Die Hersteller von Spülmaschinen empfehlen, Messer mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb zu stellen. Aber für eine billige Scheidung ist umgekehrt besser. Mary hat endlich reinen Tisch gemacht.